So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Kurz vor den Non-Farm Payrolls, US-Arbeitsmarktbericht steht auf der Agenda. 8. Mai, wir nähern uns dem Tag der Wahrheit. Erwartet werden 5,4% nach 5,5 zuvor, also hier die Arbeitslosenquote. In dem Fall wieder mal leicht gesunken. Genau das, was ja praktisch die Fed auch sucht, der Euro US-Dollar. Wir sehen aber hier die Chartbeschau. Zieht hier schon nach oben an. Jetzt hier im positiven Terrain. DAX bewegt sich kaum, die Wolla ist extrem hoch und jetzt kommen die Daten auch rein. Und wir sehen wilde Volatilität, erstaunlich ruhig beim DAX, wie ich hier finde. Euro US-Dollar dann doch schon ein Stück weit aktiver, hier im 5-Minuten-Chart, links DAX, rechts Euro US-Dollar. Und siehe da, der US-Dollar gerät hier zunächst unter Druck. Das wirkt sich entsprechend positiv auf Euro US-Dollar aus. Die Arbeitslosenquote ist im Rahmen der Erwartung 5,4%, also hat sich leicht verbessert. Der DAX zieht hier nach oben, sieht gut aus. Euro-US-Dollar dementsprechend in Sachen der Korrelation nach unten. Mit dem neuen Tageshoch, Sie erinnern sich vielleicht an die Sendung von heute Morgen, mit dem Ausbruch über das Hoch der vorbörslichen Indikation, hier in dem 24-Stunden-Indikation, deutet der DAX jetzt weiteres Aufwärtspotenzial an, wenn wir das Level hier halten können. Euro-US-Dollar hier am Vormonatshoch und am Vorwochenhoch gescheitert aktuell. Tatsache ist, im Sinne der Korrelation, wenn DAX weiter auftritt, also seine Erholung fortsetzt, müsste das Euro-US-Dollar entsprechend schaden. Also hier entsprechend die negative Korrelation weiter nicht von der Hand zu weisen. Aber Euro-US-Dollar hält sich erstaunlich gut, trotz der guten Arbeitslosenzahlen, guten Arbeitslosenquote. Neu geschaffene Stellen sind auch leicht höher als erwartet. 223.000, erwartet wurden 231. Also hier sieht man, dass der DAX mal eben seine 50 Punkte oben drauf gelegt hat. Aber er kommt wieder stark leicht zurück. Es sind hier die Ängste wieder da, dass dem Markt Geld entzogen wird, wenn die amerikanische Notenbank ihren Leitzins erhebt. Das sind die Fragen. Tatsache ist, wir sind von der Range her, ich hoffe, Sie können es gut erkennen, beim Euro US-Dollar gerade 108 Pips gelaufen. Der Schnitt der letzten 14 Tage bewegt sich bei 129. Heißt, wir sind von der Range schon relativ weit gelaufen. Beim DAX hier 173 Punkte aktuell. Der Schnitt hier bei 264, 46. Das soll heißen, hier kann durchaus noch ein Stück weit nach oben kommen. Hier das ADR-High bei 11.633 wäre eine Möglichkeit, die der DAX hier durchaus noch realisieren könnte. So, wie gesagt, die Daten sind besser ausgefallen. Die Reaktionen halten sich eigentlich in Grenzen. Also Euro-US-Dollar knickt hier nicht wirklich dramatisch ein, DAX zieht hier nicht wirklich dynamisch raus, aber die 5-Minuten-Kerzen enden in 2,5 Minuten und wenn hier dies so bleibt beim DAX, den machen wir jetzt mal ein Stück größer, dann sieht das gut aus, dass die Erholung sich weiter fortsetzen kann. Gehen wir in die höhere Zeitebene, Stundenchart. So. Da sehen wir hier gesagt das durchschnittliche Range High, was erreichbar sein würde. Das wäre alles noch im Rahmen. Sie können sich erinnern, wir schauen auch gleich nochmal auf die klassische charttechnische Auswertung vom DAX. Im Sinne dessen, dass diese Erholung hier korrektiver Natur ist, wie wir sie aktuell sehen. Hier oben wird es, wenn er bis dahin steigt, wie gesagt, dünn. Zwischen 11.600 und 11.633 ist die Range an für sich erschöpft. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch gute 80 Punkte drauflegen, dann würde die Luft dünner. Aber das Potenzial, dass wir eben das machen, ist gegeben. Wir haben jetzt auch hier von den Indikationstiefs ausgehend einen Aufwärtstrend. Machen wir das Ganze grün, um es sozusagen noch besser zu visualisieren. Ja, können wir auch schön spiegeln, das Ganze. Moment. So, legen wir das mal ein Stück weit an. Also, meine lieben Zuschauer, das sieht im Prinzip danach aus, als würde der DAX jetzt auch noch knapp eine Minute, dann schließt die Kerze, halt das ist der Stundenchart hier, dann schließt die 5-Minuten-Kerze über dem Hoch vom heute Morgen von 8:15 Uhr, von der 8:15 Uhr-Kerze. Und dann hätten wir hier im Prinzip das Signal für weiter anziehende Preise. Das muss man ganz klar sehen. Also hier keine Schwäche, DAX scheint seine Erholung weiter fortzusetzen im Sinne der guten US-Arbeitsmarktdaten. Euro-US-Dollar, zieht hier nach unten weg gerade, schauen Sie das an, punktuell gescheitert.
Hier mit Ausbruch über das Vormonatshoch und das Vorwochenhoch. Hier Pivot-Level des heutigen Tages. Sieht nicht gut aus. Euro-US-Dollar dürfte wohl jetzt den Weg gen Süden einschlagen. Eben auch vor dem Hintergrund der Korrelation sieht mir das hier eher danach aus, als würde Euro-US-Dollar jetzt ein Stück weit zurückfallen. So, wir haben hier einen kurzfristigen Aufwärtstrend auch. Wenn der durchbrochen wird, Verzeihung, hier sind wir bei dem Open. Haben wir uns heute nicht drüber gewagt, jetzt zu dem, also der heutige Open-Preis in der Nacht. Da sind wir jetzt drunter gelaufen wieder. Gehen wir mal ein Stück weiter rein. Letzte 5 Minuten Kerze drüber, jetzt wieder drunter. Das sieht aus, als würde jetzt nach unten wegtauchen. Also Euro-US-Dollar deutet hier eine Short-Bewegung an. Wir sind hier vom Low 30 Pips weg, jetzt geht er durch. Genau das war zu erwarten. DAX entsprechend hoch. Hier nochmal genau das Gegenüber oder die Gegenüberstellung. Also ich vermute, Euro-US-Dollar hat sein Tagestief noch nicht gesehen. Das dürfte noch ausgebaut werden. DAX entsprechend hier nach oben laufend. Wunderbar. Was beim DAX übrigens hier der Bereich 11.630 ist, ist beim Euro-US-Dollar hier dieses Level 1.1160. Gute 70 Pips. Da wären wir allerdings auch Overrange, aber es ist nichts Ungewöhnliches. Deutet sich aber hier an. Da kann man nichts dran zweifeln. Also, die Tendenzen sind relativ klar. Es dürften weitere Gewinne geben. Auch die Indikation der Amerikaner. Starke Börsen, gute Arbeitsmarktzahlen. Also, die vorbörslichen Indikationen liegen hier bei knapp 1%. 0,9 S&P, Dow Jones knapp 1, Nasdaq 100 knapp 1% Gewinn. Das beflügelt hier den DAX. Der ist 1,3% gerade vorn und baut seine Gewinne weiter aus. Euro-US-Dollar, wie gesagt, jetzt hier ins Minus gelaufen. Hier ist das Open. Der Open-Preis 1,1241 war der. Da sind wir jetzt drunter und es deuten sich hier entsprechend weitere Tiefs an. Gut, liebe Zuschauer, was gibt es noch zu sagen? Wenn Sie was haben auf dem Herzen, einfach in den Stream posten. Mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sagen. Wir haben die Märkte gut eingefangen. Jetzt ist es wichtig, dass Sie Ihre Tendenzen fortsetzen. Also DAX weiter hoch, Euro-US-Dollar weiter runter. DAX sollte jetzt, um das nochmal einzugrenzen, nicht wieder hier zurückfallen unter dieses Ausbruchslevel 15.522, 15.020 wäre jetzt wichtig zu halten. Euro-US-Dollar im Gegenzug hier nicht wieder über das Niveau hier von 1,1245. Das dürfte dann eben doch nochmal einen Angriff auf den Pivotpunkt zulassen. Man sieht hier, er will nicht so recht runter, aber meines Erachtens deutet es sich durchaus an, dass wir hier nochmal ein Stück weit runterlaufen können. Also, in dem Zusammenhang, liebe Zuschauer, danke fürs Einschalten. Nachher schauen wir uns nochmal direkt die US-Märkte an, ob sie hier ihre positiven Anfangstendenzen weiter fortsetzen können. Und hier links DAX hoch, rechts Euro-US-Dollar runter, scheint sich entsprechend fortzusetzen. Ich sage danke fürs Einschalten, hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wie gesagt, geben Sie ein Feedback im Stream oder ein Like beim YouTube-Video oder whatever. Wir hören uns später wieder. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.